Der letzte Schliff. Feintuning. Und mit dem Wegräumen der Putzmittel. Willkommen zu unserem neuen Video. Genau. Was ist passiert? Was ist passiert? Warum ist Fredo so leer? Und warum sind da Gurte? Ach, herrje. Fragen. Ich muss mal die Schuhe ausziehen, weil das ist hier picobello sauber. Denn heute trennen wir uns von unserem Fredo. Die neuen BesitzerInnen, für die wurde alles aufbereitet. Ja, die sind schon unterwegs mit einem Leihwagen hierher. Sehr aufgeregt. Ja, wie wir auch. Wir sind für sie mit aufgeregt, weil das echt ein schönes Match wird. Ja, der kommt in ganz tolle Hände. Mhm. Emotional ist es dennoch sehr aufwühlend. Das stimmt, absolut. Aber und wir hatten auch heute so viel zu tun, dass wir jetzt zum Feierabend quasi erst zum Drehen kommen, ne? Ja. Ja. Wir haben denen das schon mal vorbereitet. Die kommen mit Kind und Kegel. Mhm. Und ja, können, ich denke mal, vor 21 Uhr sind die gar nicht hier. Dann ist dunkel, die Kinder quengelig. Ja. Dann geht es nur noch ab in die Pofe. Genau, bisschen Papierkram vorher, dann ab in die Pofe mit einer Kurzanweisung. Rico hat hier schon was vorbereitet. Hast du eigentlich hier was draufgeladen? Nee. Nö. Nö. Aber schon mal die Karte hingelegt fürs Waschhaus. Wir sind hier ja am Stellplatz am Großen Meer. Rico hat das Bett schon vorbereitet. Es wird ein Familienbett werden. Das hast du aber schön gemacht. Ja, wie es jetzt dazu gekommen ist und warum wir uns dazu entschieden haben, Fredo abzugeben, das erzählen wir euch, wenn wir hier alle zur Ruhe gekommen sind, oder? Ja. Genau, aber morgen geht es dann nochmal in die Langeinweisung und ja. Da muss ja jedes Knöpfchen erklärt werden. Jedes Knöpfchen, jede App. Die schlafen ja seit 3 Tagen nicht. Jede Klappe. Sie haben zwar schon die Roomtour geguckt, ne? Aber trotzdem muss ja noch ein bisschen was erklärt werden. Sie freuen sich riesig. Ja. Wir finden richtig, richtig gut, dass er in so gute Hände kommt. Mhm, absolut. Weil es ja für uns auch noch so ein Up and Down war. Ja. Nicht? Jetzt finden wir es aber auch richtig schön, dass hier eine Familie einzieht. Ne? Sogar noch fast besser. Ja. Das ist, er kann weiter Abenteuer erleben. Ja. Das sind Abenteurer. Absolut. Und bislang mit dem Defender unterwegs, der jetzt zu klein wird für die Familie. Das wird richtig cool für Fredo. Der darf Abenteuer erleben. Und für uns ist es gut, die sind auf Social Media aktiv. Das heißt, wir können es auch weiter verfolgen. Was heißt wahrscheinlich? Die Frau hat schon gesagt, der heißt weiter Fredo. Ja. Ist ja nun mal sein Name. Genau. Die mögen die Farbe und alles. Also, ja, also ganz, schön. Das macht es ein bisschen leichter. Wird, wenn er dann hier vom Stellplatz runterrollt, nochmal sehr emotional. Werden wir wahrscheinlich ein Tränchen verdrücken, aber so ist das eben, ne? Alles hat seine Zeit. 3 Jahre war er bei uns. Mhm. Jetzt zieht er weiter in die Welt hinaus. Genau. By the way, wir haben ihn vorher nochmal komplett den Service machen lassen. Alle Öle, alle Filter, Achsöl, Getriebeöl, Differential, Motoröl, Filter, alles wurde gewechselt. Die Bremsen. Nigelnagelneue Bremsen. Auf meinen Wunsch. Mercedes sagt zwar, die gehen noch 20.000, aber ja, für uns sind 20.000 eine halbe Reise. Mhm. Und gerade mit Family, mit Kind, Kindern. Wir wollen ja, dass die sicher fahren. Muss alles picobello, also es wird komplett reisefertig übergeben. Mhm. Ich muss aber noch mal eine Erstausstattung Küchenrolle hinhängen, sehe ich gerade. Ja, gebe ich dir gleich. Toilette haben wir schon vorbereitet. Weil wenn das Kind kleckert, muss man aufwischen können. Das stimmt. Wasser haben wir getankt, ne? Ja. Heizung haben wir angemacht. Dann können die hier nachher so einziehen. Dann haben die es kuschelig warm und können so in die Pofe. Ja, hast die schönen Campermatten vorgemacht. Ja. Ja. Und was wir jetzt definitiv brauchen, ist Abendessen. Unbedingt. Wir haben Hunger. Also, bis später. Bis später oder morgen. Der Hund boykottiert die Filmaufnahme. Nein. Gut. So ist gut. So ist fein. Man darf nicht den Sitz aufessen. Schön hinlegen. Jawohl. So ist fein.
Guten Morgen. Diese Filmaufnahmen könnten einige Geräusche eines etwas frustrierten Kalles beinhalten, der hier wie so ein Husky rumnervt. Und das ist jetzt Take 21 oder so. Wir machen jetzt einfach weiter. Ihr habt gesehen, wir haben Fredo vorbereitet für die Käufer. Die Familie hat auch eine Kurzeinweisung bekommen, hat eine wunderbare Nacht verbracht. Kurzeinweisung? 4 Stunden? Nein, ich meine abends. Ach so, ja, abends. Eine Kurzeinweisung für die Nacht. Dann haben sie eine wunderbare Nacht verbracht. Und dann haben wir gestern, ich glaube, das waren insgesamt 5 Stunden Einweisung. Ja, eine lange, gründliche Einweisung gemacht und uns auch noch viel unterhalten. Und dann sind sie abgefahren. Das heißt, Fredo ist abgeholt. Wir haben es innerhalb von 14 Tagen geschafft, das Auto 2-mal zu verkaufen. Ja. Es war nämlich eine emotionale Achterbahnfahrt für uns, was die Wiederabreise angeht. Wir wollen ja möglichst schnell wieder in den Süden, weil es hier so kalt ist. Und wir hatten die Anzeige drin, haben wirklich innerhalb von 2 Tagen quasi Verkauf gehabt. Dann ging es nur noch um die Abwicklung, um die Bezahlung war sogar schon vorbereitet. Es ging nur noch um den Abholtermin. Und dann kriegte der erste Kaufinteressent leider eine Hiobsbotschaft aus dem medizinischen Bereich und hat das Ganze dann gecancelt, weil er jetzt für sich gar nicht weiß, wo gesundheitlich die Reise hingeht. Ne? Mhm. Dann haben wir die Reservierung aufgehoben, Anzeige wieder freigeschaltet und dann waren es nochmal ein paar Tage mit Abholung, dann nochmal eine Woche. Also 14 Tage insgesamt hat es gedauert und dann können wir heute wieder fahren, ne? Genau. Wir haben Fredo gebührend verabschiedet, ihn nochmal gestreichelt. Ja, es war sehr schön. Mhm. Die neuen Besitzer sind da rein und haben gedacht, das riecht ja wie neu hier drin. Ja, die waren ganz begeistert. Und ja, wir haben ihn ja auch gründlich aufbereitet und sowieso immer gepflegt. Immer gepflegt. Ja. Und die sind so happy und das macht es uns sehr leicht. Das hat uns sehr leicht gemacht, weil die sind mit so einem Grinsen angekommen, die sind mit so einem Grinsen wieder aufgewacht. Die Kinder waren begeistert, der Kleine sagte auch schon die ganze Zeit, Fredo, er behält seinen Namen. Ja, das ist richtig cool, er bleibt so wie er ist, darf weiter Fredo heißen. Ja, wird vielleicht nochmal ein bisschen abgegredet mit der Seilwinde oder so, also er wird jetzt schon wieder geliebt. Ja. Das ist so toll, wie die abgefahren sind, ne? Und seine nächste, erste große Reise geht nach Marokko. Nach Marokko, genau. So. Da war der ja schon. Ja, war er schon mal und die Familie auch schon oft. Ja, also es war emotional, es war schön. Mhm. Man hatte ein lachendes, ein weinendes Auge. Mhm. Wir sind super, super, super glücklich, dass er genau in die Hände gegangen ist. Ja, wirklich. Das sollte wohl so sein mit dem dann doch nicht zustande kommenden ersten Kauf. Mhm. Hat alles irgendwie vom Universum immer einen Grund, warum was so ist, wie es ist. War auf jeden Fall eine schöne Übergabe. Ja, war toll. War richtig toll. Mhm. Und die freuen sich und freuen sich immer noch. Das Handy steht nicht still. Und es ist einfach sehr, 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 sehr schön. Mhm. Und wir sind endlich wieder reisebereit. Genau. Ja, aber in diesem Video soll es jetzt ja darum gehen, warum hat denn überhaupt der Vario gewonnen? Und ich habe ja viele Nachrichten auf Instagram und auch auf YouTube. War schon mal, glaube ich, ein Kommentar dazu. Aber auf jeden Fall sehr viele Nachrichten bekommen, mit den Fragen so in die Richtung, was ist denn am MLT schlecht? Also warum muss der jetzt weg? Was ist also so ein bisschen Gegeifer darauf, dass wir den MLT schlecht machen? Das wird aber nicht passieren. Niemals. Weil, also ganz grundsätzlich mal, es gibt nicht den falschen Van, es gibt nicht das falsche Wohnmobil. Es muss zu den aktuellen Bedürfnissen passen und Bedürfnisse verändern sich. Ja. So war es bei uns auch. Wir haben ja schon immer nach einem Vario gesucht. Das haben wir ja schon erzählt alles, als es um den Kauf ging. Aber vor allem haben wir diesen Innenausbau ja so geplant mit unseren Ideen und den Ideen derer, die uns geholfen haben, dass es für uns wirklich ein perfekter Innenausbau ist. Ich habe ganz oft gesagt, wenn wir diesen Innenausbau in den MLT hätten packen können, dann wäre das die super Kombination gewesen. Aber unser Lieblingssatz im Moment ist, willst du es wiederholen, Fredo ist ein super Wohnmobil. Ja. Und Fred ist einfach ein Tiny House auf Rädern. Genau, das ist der Unterschied. Dies hier ist wirklich eine Zwei-Zimmer-Pantry-Küche-Bad, sage ich immer. Wir haben getrennte Räume, wir haben Schiebetüren, wir können getrennt voneinander Sachen machen, wir können die Hunde gut trennen. Es ist einfach in der Umsetzung für uns jetzt gerade ein Träumchen. Ne? Ja, und Vario halt, wie gesagt, wollten wir schon immer. Groß, lang, schwer, großer Motor, Dauerläufer. Also den Motor fährt man locker über 1 Million ohne Probleme. Mhm. Und
Fredos Motor ist auch super, aber es ist halt ein anderes Konzept. Ja, es ist, im Grunde sind es Äpfel und Birnen. Eigentlich kann man sie null vergleichen. Kann man nicht. Und für uns passen jetzt gerade die Birnen besser. Ja, und was den Apfel haben wir verkauft. Und was du angesprochen hast, und ja, dann was ist denn am MLT schlecht? Dann wollen die immer. Nee, am MLT ist gar nichts schlecht. Das ist ein richtig geiles Vierrad-getriebenes Wohnmobil, ja, was uns 3 Jahre lang sehr, sehr viel Freude gemacht hat. Aber unsere Entscheidung ging halt für den OLD, mhm, weil er einfach robuster, weniger Schnickschnack-Technik drin, keine Sensorik. Ja, ne? Einfach. Ja. Und für uns jetzt gerade wohnlicher. Was wir halt vermisst haben im MLT tatsächlich, das hat aber nichts mit dem MLT zu tun, sondern mit der Vollzeitreise und wie wir halt gerne auch sitzen, ist, dass wir hier einfach dieses Sofa haben. Ja, das ist geil. Ein richtiges Zuhausegefühl. Wir haben vor ein paar Tagen mit einem Freund gefacetimed, der dachte, wir sitzen in einem Hotel, weil er also das nur diese Ansicht hatte. Ist einfach ein Träumchen. Eine Tischlösung haben wir ja auch. Wir werden irgendwann eine Roomtour drehen. Ja. Da wartet ihr ja noch drauf. Ja, das machen wir auf dieser Reise irgendwann auf jeden Fall. Ja. Es ist einfach vom Sitzen bequemer. Wir sind näher beieinander. Wir haben hier immer den Tisch dazwischen. Das hat wirklich was von Wohnzimmer, ne? Gemütlich, gemütlich. Also wir fühlen uns in beiden Fahrzeugen wohl. Aber am Ende des Tages, wie viele Wohnmobile braucht man? Ja. Macht es Sinn, irgendwas immer rumstehen zu haben, was ja dann auch einen ziemlich großen Wert darstellt, wo man sagt, nee, der kann besser wieder. Ja, ist auch immer ein Risiko, wenn man nicht vor Ort ist, was passiert mit dem Auto, auch wenn er gut untergestellt war, aber es ist doch mal irgendwas. Und also für uns ist es wie der Hausverkauf damals auch eine Art von Befreiung. Ja. Und wie gesagt, der Vario ist einfach mehr Gefühl Wohnung. Ja, ne? Das ist das, was wir im Moment haben wollen. Genau. Wer weiß, was in ein paar Jahren ist, vielleicht kriegen wir dann nochmal ein MLT. Ja, wie gesagt, Bedürfnisse verändern sich. Genau. Vielleicht geht es auch irgendwann mal. Also wenn wir wieder sesshaft werden und vielleicht nur Urlaube machen, dann kann es auch wieder ein MLT werden. Also kurz gesagt, wir haben nichts bereut, wir würden ihn immer wieder kaufen. Ganz genau. Mhm. Ganz klare Kaufempfehlung für einen MLT 4x4. Ja. Das ist ein super Fahrzeug, was viel Spaß macht mit der Ausstattung, die wir ja zusätzlich noch rein und drauf gepackt haben. Mhm. War wirklich ein komplett super autarkes Fahrzeug. Aber im Moment sind wir halt Varios. Genau. Ja, die Roomtour vom Vario wird definitiv kommen, aber wir haben damals beim MLT, ich glaube, ein Jahr gebraucht, bis wir das tatsächlich gemacht haben. Wir haben auch seit der Abfahrt schon wieder Sachen geändert. Verändert, ja. Verändert. Wir sind auch noch nicht ganz fertig, wie wir uns das vorstellen. Deswegen versprechen wir es euch jetzt nicht für die nächsten Wochen. Es gibt noch eine Baustelle. Eine Baustelle gibt es noch im Frontbereich des Fahrzeuges. Richtig. Und vielleicht finden wir da ja zeitnah eine Lösung. Und wenn nicht, dann eben nicht. Wenn nicht, dann kommt das so mit in die Roomtour. Wir sind da jetzt nicht mehr so. Aber alles im Wohnbereich, was wir noch ein bisschen verändern wollten, haben wir jetzt erledigt hier auf diesem Heimatbesuch. Wir haben in diesen 14 Tagen ganz schön viel gerissen, oder? Wird Zeit, dass wir wieder Urlaub machen. Völlig fertig, der Mann. Genau. 14 Tage nur Stress. Ja. Ja. Ach, hör, der Arme. Der arme Mann. Nein, war. Ja, 14 Tage jetzt hier waren klasse. Heute verabschiedet uns unser geliebtes heimatliches Ostfriesland wieder bei bestem Wetter. Heute Morgen mit wunderschönem Nebel, aber auch Bootfrost. Also wir müssen wirklich los. Wird Zeit, dass wir in die Wärme kommen. Ja. Und ja. Dann wird es spannend. Also wir wollen jetzt kein Geheimnis draus machen, wo es hingeht. Nein. Wir fahren jetzt erstmal Richtung Italien. Genau. Nach Italien ist der Plan Griechenland und dann vielleicht nochmal in die Türkei. Ja. Je nachdem, aber ihr wisst ja, planlos geht der planlos, kann sich alles ändern. Aber jetzt wird es auf jeden Fall spannend, mit dem Vario über den Brenner zu fahren. Finde ich gut. Easy. Ja, natürlich, aber finde ich trotzdem gut. Kalle sagt auch easy. Ja, so, Kalle braucht jetzt eine Mittagsrunde. Ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal mit den Hunden spazieren. Dann starten wir und dann geht es auch weiter mit den wöchentlichen Videos. Im Moment nicht zeitversetzt, wir haben keinen Vorlauf mehr, wir senden gerade wieder live. So, dass ich hoffe, dass ich es immer pünktlich zu freitags oder samstags hinbekomme. Wird schon werden. Also. Kein Stress. Ihr Lieben, Hunderunde, Bulli ins Lager, ab die Post. Ab in den Süden. Also, auf geht's.